Kenner, sieh mal genau hin. Leonard, sie hat es erneut getan. Ich fürchte, es verärgert Sheldon, wenn du mit dem Essen spielst. Nein, es verärgert Sheldon, wenn sie es einfach so aus dem Behältnis nimmt, ohne dabei die Notwendigkeit einer gerechten Aufteilung zu berücksichtigen. Genau deswegen hungern die Menschen in Indien. Dann lege ich eben zurück ins Behältnis. Leonard, es verärgert Sheldon, wenn du mit Sheldon spielst. Was geht, meine Nördlinge? Brat, Sheldon, ich möchte euch meine Freundin vorstellen, Bernadette. Hallo. Leonard, Penny, ihr kennt ja meine Freundin Bernadette. Ja, hey. Hallo. Bernadette, sag Hallo Drio zu meiner Lodrian. Nein, das kann ich nicht. Das klingt bei Howard irgendwie viel cooler. Ach, ich hoffe, es ist euch recht. Ich habe meiner Freundin Bernadette gesagt, sie könnte mit uns essen. Klar, je mehr, desto besser. Warte, nein, diese Annahme ist falsch. Direkte Proportionalität trifft hier nicht zu. Wenn sich in dieser Wohnung jetzt 2000 Menschen aufhalten würden, würden wir austicken? Nein, wir würden ersticken. Sheldon. Spar dir denn, Sheldon. Wir haben für 5 bestellt, nicht für 6. Mach mal halblang, wir stellen einfach alles auf den Tisch und jeder bedient sich. Aber sicher. Und da wir schon mal dabei sind, legen wir die Hände auf den Rücken und veranstalten so ein gutes altes Wettessen. Keine Angst, der kriegt sich wieder ein. Setzt euch einfach. Nein! Nein! Was? Also, da kannst du nicht sitzen. Wieso nicht? Weil da Sheldon sitzt. Kann er denn nicht woanders sitzen? Oh nein, nein, weißt du, im Winter sitzt er da dicht genug an der Heizung, um nicht zu frieren, aber dann auch wieder nicht so nah, dass er schwitzt. Im Sommer weht genau da ein laues Lüftchen. Weil die sich gegenüberliegenden Fenster geöffnet sind, von diesem Platz aus sieht Sheldon schräg auf den Fernseher, so dass er sich mit allen unterhalten kann, aber nicht so schräg, dass das Bild verzerrt wirkt. Vielleicht besteht für dich ja doch noch Hoffnung. Oh, deine Schuhe sehen toll aus. Oh, danke, ich mag sie auch total gern. Wo hast du die gekauft? In dem neuen Schuhladen. Da wollte ich schon lange mal hingehen. Oh, tolle Auswahl, tolle Preise. Mhm. Meine Mutter hat recht, die Hölle existiert. Ach, Sheldon, lass die Vibesbilder doch schnattern. Vibesbilder? Mädels, Tossis. Utero-Amerikaner? Es einfach weiter. Nimm ihn doch bitte nicht so ernst. Seine Bemerkungen sind oft als Scherz gemeint. Naja, also mein Humor trifft es nicht. Meinen auch nicht. Aber er strahlt vor Glück, wenn ich lache. Howard, halt sie so fest du kannst. Leonard, du betreibst also Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Quantenmechanik? Das mache ich. Interessierst du dich für Physik? Sie ist faszinierend. Wenn ich mich nicht für Mikrobiologie entschieden hätte, dann sicher für Physik. Oder Eistanzen. Ich führe ein paar interessante Untersuchungen des quantenmechanischen Interferenzeffekts nach Aharonov-Bohm durch. Gerade teste ich die Phasenverschiebung durch elektrisches Potenzial. Das ist beeindruckend. Ja, Lennarts Arbeit ist fast so beeindruckend wie die eines Drittklässlers, der Lima-Bohnen auf nassem Küchenpapier zieht. Ja, wie schön, dass du meine Auffassung teilst, dass das absoluter Mist ist, aber dein feuchter Atem in meinem Ohr ist mir unangenehm. Hast du vor, elektrische Spannung mit Hilfe von Tunnelkontakten zu erzeugen? Ja, das habe ich. Ich zeige dir gerne eine Simulation auf meinem Laptop. Oh ja, unbedingt. Das Aufregendste, womit ich es in der Mikrobiologie zu tun habe, ist Hefe. Howard? Ja? Deine Schuhe sind hinreißend. Wo hast du die gekauft? Was? Reingelegt ist mir doch egal. Aha, schluck mal den Staub, du schnauzbärtiger Italo-Klempner. Das ist nicht fair, da stand ein Baum im Weg. Und eine Kuh und ein Pinguin. Sie ist ein Mann, egal ob richtiges oder virtuelles Auto, du kannst nicht fahren. Alles nur eine Frage der Übung. Was dir fehlt, sind ein paar Tricks, gute Motorik und ein Flaschengeist der kleinen Jungs, die bei Mario Kart versagen, 3 Wünsche erfüllt. Hey Sheldon, können wir uns kurz unterhalten? Nur wenn es nicht um Schuhe dabei geht. Das ertrage ich nicht schon wieder. Es geht nicht um Schuhe. Dann sprich. Können wir auch unter 4 Augen sprechen? Natürlich. Geh weg. Ja, es ist unhöflich, aber sie will mich allein sprechen. Danke, Ratsche.
Also, es geht um Folgendes. Ich habe mich gefragt, ob du mir ein klein wenig Physik beibringen könntest. Ein klein wenig Physik? Ja. So etwas gibt es nicht. Physik beinhaltet das ganze Universum, von den Quantenpartikeln bis hin zu den Supernovae, von den Kreiselelektronen bis hin zu den kreisenden Galaxien. Ja, okay, cool. Ich wollte keine Wissenschaftssendung. Ich möchte nur so viel wissen, dass ich mit Leonard über seine Arbeit reden kann. Genauso wie Bernadette. Dann lern es doch von Leonard. Das soll eine Überraschung werden. Kannst du ihn nicht irgendwie anders überraschen? Er wäre zum Beispiel sicher sehr angenehm überrascht, wenn du deine Wohnung putzen würdest. Ach, bitte, Sheldon, das ist wichtig für mich. Penny, das wäre ein gigantisches Vorhaben und meine Zeit ist sowohl begrenzt als auch kostbar. Du sitzt hier den ganzen Tag rum und spielst Videospiele. 1:0 für dich. Was für Grundlagen hast du überhaupt? Hattest du denn naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule? Klar doch, ich hatte den mit den Fröschen. Den mit den Fröschen? Ja, das war eigentlich ganz cool. Viele von den Mädchen mussten kotzen, aber ich habe das Ding eiskalt zerlegt. Wirklich, Penny, ich fürchte, das wird nichts. Ach bitte, jemand, der so klug ist wie du, das wird eine Herausforderung. Du könntest daraus ein Experiment machen. Interessant. Ich nehme an, wenn jemand Coco dem Gorilla die Zeichensprache beibringen konnte, kann ich dir vielleicht die Grundlagen der Physik aufzeigen. Toll. Ein wenig kränkend, aber toll. Ich bin Coco. Unwahrscheinlich. Coco konnte 2000 Wörter verstehen und keins davon hat auch nur im Entferntesten etwas mit Schuhen zu tun. Hey, Leute, das ist meine Freundin Bernadette. Meine Freundin Bernadette. Wer sind all die Menschen? Keine Ahnung. Hey, Leonard. Hi. Na, wenn das mal nicht Howard und seine Freundin Bernadette sind. Ich dachte, ich zeig der Kleinen mal das alte Salzbergwerk. Er meint gar nicht Salzbergwerk, er meint seinen Arbeitsplatz. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Wie kommst du mit deinem Experiment voran? Ach, ziemlich gut. Wir installieren gerade den Elektronenbeschleuniger. Übermorgen müssten wir soweit sein. Mann, das würde ich ja echt gern sehen. Du kannst vorbeikommen. Wirklich? Das wäre fantastisch. Ist das nicht aufregend? Die Chanukka im Juli. Da findet das statt? Nein. Oh, du hast mich schon wieder reingelegt. Oh, das ist kein fettarmer Joghurt. Der ist fett, fetter am fettesten. Entschuldigt mich. Ach, bringst du mir noch eine Serviette mit, Süße? Na klar. Danke, Schatz. Also, was hast du vor? Was meinst du? Du lädst meine Freundin ein, sich deinen Elektronenbeschleuniger anzusehen? Ja, und? Wow. Du bist ein echtes Mistschwein. Nicht genug, dass du die Ballkönigin gekriegt hast. Jetzt sammelst du also auch noch einen bunten Strauß Mauerblümchen? Wovon redest du denn überhaupt? Mir musst du hier nicht den Unschuldigen vorspielen. Raffinierte Laborausrüstung zur Verführung von Frauen einzusetzen, ist ja quasi meine Erfindung. Hat es jemals funktioniert? Bisher nicht, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Howard, krieg dich wieder ein. Ich will nichts von deiner Freundin. Das hoffe ich auch. Du willst doch bestimmt keinen Ärger mit mir. Ich bin verrückt. Bin ganz deiner Meinung. Forschungstagebuch, erster Eintrag. Ich stehe vor einer der ganz großen Herausforderungen meiner wissenschaftlichen Karriere. Penny Physik beizubringen. Ich nenne es das Gorilla-Projekt. Hey, Sheldon. Komm rein, setz dich hin. Versuchsperson ist eingetroffen. Meine Begrüßung war freundlich und beiläufig. Können wir anfangen? Ein Moment. Versuchsperson wirkt ausgeruht und enthusiastisch. Unwissenheit ist ganz offenbar ein Segen. Also dann, lass uns anfangen. Wo ist dein Notizblock? Ich habe keinen. Wo schreibst du deine Notizen hin, wenn du keinen Notizblock hast? Wozu brauche ich Notizen? Wie willst du denn sonst für die Tests lernen? Ich schreibe einen Test. Tests. Hier, der entspricht dem College-Standard. Das musste ich nicht entmutigen. Vielen Dank. Gern geschehen. So, Einführung in die Physik. Was ist Physik? Physik wird von dem altgriechischen Wort Physike abgeleitet.
Jetzt solltest du langsam anfangen, dir etwas zu notieren. Physike bedeutet die Wissenschaft von den natürlichen Dingen. Und genau dort, im antiken Griechenland, soll unsere Geschichte beginnen. Antikes Griechenland? Psst, melde dich, wenn du Fragen hast. Es ist ein warmer Sommerabend, circa 600 vor Christus. Du bist zum Einkaufen auf dem Markt oder der Agora. Und du siehst hinauf zum nächtlichen Himmel. Und da, einige der Sterne scheinen sich zu bewegen. Und deswegen nennst du sie Planeten oder Wanderer. Ja, Penny? Hat das irgendwas zu tun mit dem, was Lennart macht? Das ist der Beginn einer 2600 Jahre währenden Reise. Angefangen von den alten Griechen und Isaac Newton, Niels Bohr und Erwin Schrödinger, bis hin zu den deutschen Forschern, die Lennart gerade plagiiert. 2600 Jahre? Ja, mehr oder weniger. Wie gesagt, es war ein warmer Sommerabend im antiken Griechenland. Ja, Penny? Darf ich bitte mal aufs Klo? Kannst du damit nicht warten? Keine 2600 Jahre. Das Gorilla-Projekt, zweiter Eintrag. Ich bin erschöpft. Howard? Was? Ja? Der Verschluss ist vorne. Oh, das erklärt einiges. Howard, ich bin zu Hause! War ja klar. Der Fitnesskurs für Senioren ist ausgefallen. Man kann es anscheinend doch verlernen, Fahrrad zu fahren. Mir geht's gut, aber Sam Haputian hat ganz schön Staub geschluckt. Das ist ja toll, Ma! Was ist denn daran toll, wenn sich ein 80-jähriger Armenier sein halbes Kind abschluckt? Ich glaube, ich gehe dann lieber. Nein, Bepp, wo du bist. Hey, Ma, können wir heute Abend nicht Lammragout essen? Lammragout? Dann muss ich ja noch mal in den Supermarkt gehen. Bitte, ich hab so eine Lust darauf. Oh, ich kann einfach nicht Nein zu meinem kleinen Grinsepo sagen. Ich bin bald zurück. Danke, Ma. Willst du die normalen oder Zuckererbsen? Immer Zuckererbsen zum Lammragout. Du hast recht. Wenn du recht hast, hast du recht. Und wenn sie keine Zuckererbsen haben... Dann hol die anderen! Ist ja gut, du musst ja nicht gleich schreien. Tut mir wirklich leid. Ich stelle es mal auf Vibrieren. Ich bin schon am Vibrieren. Den habe ich verstanden. Howard, du hast mit Lennart über mich geredet? Ja, was meinst du? Er schreibt, wenn ich morgen zu seinem Experiment komme, drehst du womöglich durch. Ach, wirklich? Das denkt ihr? Du bist doch nicht etwa eifersüchtig auf Lennart. Was, ich? Nein. Ich habe vielleicht erwähnt, dass es etwas unpassend ist, die Freundin eines anderen Mannes zu seinem Experiment einzuladen, ohne es vorher mit besagtem Mann zu besprechen, aber... Soll das heißen, ich brauche deine Erlaubnis, um mich mit Lennart zu treffen? So was würde ich doch nie sagen. Oh. Ich habe gesagt, Lennart muss mich um Erlaubnis bitten. Bleib hier, ich will kein Lammragout mit meiner Mutter essen. Verdammt, ich war ganz nah am WH dran. Und merkt ihr bitte, Newton erkannte, dass Aristoteles sich geirrt hatte und dass Bewegung ohne Kraft fortbestehen konnte. Also setzen wir unsere 9,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat für A ein und erhalten F für Kraft, Erdanziehung gleich Masse, mal Beschleunigung, also 9,8 Meter durch Sekunden zum Quadrat. Also sehen wir, dass MA gleich MG ist. Und was schließen wir jetzt daraus? Wir schließen daraus, dass Newton ein echter Überflieger war? Oh, hat er die Newton-Feigen erfunden? Nein, das süße Feigengebäck wurde nach einer kleinen Stadt in Massachusetts benannt. Halt, schreib das nicht auf! Entschuldige. Wenn also MA gleich MG ist, was bedeutet das?
Ich weiß es nicht. Was? Wieso weißt du das denn nicht? Ich hab's dir gerade gesagt. Hat dir kürzlich jemand auf den Kopf geschlagen? Hey, warum bist du so gemein? Tut mir leid. Hat dir kürzlich jemand auf den Kopf geschlagen? Nein, du kannst nur nicht unterrichten. Ach wirklich? Welche dieser beiden Erklärungen ist wohl wahrscheinlicher? Oh Gott. Ach, Sharon, ich versuche ja zu verstehen, aber du bist einfach zu schnell. Können wir bitte noch mal einen Schritt zurückgehen? Na gut. Es ist ein warmer Sommer im antiken Griechenland. Nicht so weit, Mann! Ist ja gut. Ab welcher Stelle bist du nicht mehr mitgekommen? Ach, ich weiß nicht genau. Das mit dem nächtlichen Himmel, wo war das? Griechenland. Verdammt! Lass dich nicht entmutigen. Menschen lernen nun mal unterschiedlich schnell. Im Gegensatz zum freien Fall in einem Vakuum. Gleichung? MA ist gleich MG... Hoch zwei? Nein. Aristoteles? Nein. Fünf? Oh, dann weiß ich es nicht. Wieso weinst du? Weil ich so dumm bin. Deswegen weint man doch nicht. Man weint, weil man traurig ist. Ich zum Beispiel weine, weil andere dumm sind, denn das macht mich traurig. Gut, vergessen wir doch einfach das Ganze drumherum und jetzt verrat mir einfach, was macht Lennart ganz genau? Einverstanden. Lennart versucht herauszufinden, wieso sich subatomare Partikel so bewegen, wie sie es tun. Wirklich? Das ist alles? Das klingt gar nicht so kompliziert. Ist es auch nicht. Deswegen macht es ja Lennart. Okay, ich habe nur noch eine Frage. Was genau sind subatomare Partikel? Eine gute Frage. Danke. Um sie zu beantworten, müssen wir uns zunächst fragen, was ist Physik? Oh, bitte nicht. Es ist ein warmer Sommerabend im antiken Griechenland. Na, warte, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Was habe ich angestellt? Ich war im Bett mit Bernadette und dann hat deine SMS mich abgeblockt. Was? Wir waren vollkommen nackt und wollten gerade übereinander herfallen, als... Du hast ihr gesimst, ich hätte ein Problem damit, dass ihr euch treffen wollt. Du hast ein Problem damit, dass wir uns treffen wollen. Ja, aber das kannst du ihr doch nicht so einfach sagen. Was hätte ich ihr denn bitte schön sagen sollen? Was weiß ich, irgendwas, das mich nicht wie einen kleinlichen, eifersüchtigen Idioten dastehen lässt. Da fällt mir leider nichts ein. Bitte streng dich doch mal ein bisschen an. Hi, Lennart. Komme ich zu spät zu deinem Experiment? Oh, hi. Hi. Was suchst du denn hier? Dasselbe wie du. Ich interessiere mich auch für Lennarts Experiment. Das tust du nicht. Du hast gesagt, Lennarts Experiment wäre dämlich. Ja. Du hast ihr gesagt, mein Experiment wäre dämlich? Ich habe doch nur Sheldon zitiert. Schweifen wir nicht vom Thema ab. Bernadette, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es war falsch, dir vorzuschreiben, mit wem du befreundet sein darfst. Soll ich euch beide allein lassen? Nein, Lennart, du sollst das auch hören. Gut, ich hatte nämlich auch nicht vorzugehen. Weißt du, mir ist klar, dass ich irgendwie selbstsicher und weltgewandt wirke. Aber in Wirklichkeit bin ich das nicht. Wir sind schockiert. Deswegen neige ich dazu, mich von anderen Männern bedroht zu fühlen. Oder von lauten Geräuschen, Clowns und Nonnen. Aber mir ist klar geworden, wie kindisch das ist. Er hatte mal eine Panikattacke, weil er mit dem Kopf im Pullover stecken blieb. Der hatte immerhin einen Rollkragen. Wieso hilfst du mir eigentlich nicht dabei? Keine Ahnung. Möglicherweise bin ich ja verrückt. Bernadette, bitte, ich flehe dich an, gib mir noch eine Chance. Was denkst du, Lennart? Verdient er noch eine Chance? Hm? Deine Entscheidung. Er hält ja nicht dein Experiment für dämlich. Komm her, Grinsepo. Grinsepo, das landet bei Twitter und zwar auf der Stelle. Ratsch, du hättest Lennarts Experiment sehen müssen. Das Interferenzmuster war echt cool, während der Elektronenstrahl eingeschaltet war. Schön, dass es dir gefallen hat. Die wenigsten Menschen interessieren sich für meine Arbeit. Also eigentlich ist das nicht wahr, Lennart. Tatsächlich bin ich kürzlich zu dem Schluss gelangt, dass ich bei den Parametern deines Experiments der Transport der Elektronen durch die Öffnung der im Nanoverfahren hergestellten Metallringe qualitativ nicht von dem in Deutschland bereits durchgeführten Experiment unterscheidet.
Die dort beobachtete Phasenverschiebung der in den Metallringen diffundierenden Elektronen hat die elektrische Analogie zum Interferenzeffekt nach Aharonov-Bohm bereits eindeutig bewiesen. Das war alles, was ich weiß. Halt, wartet! Die Newton-Feigen verdanken ihren Namen einer Stadt in Massachusetts, nicht dem Wissenschaftler.